das Boot. Mittlerweile kann ich lesen. Stimmt gar nicht. Hallo ihr Lieben! Was geht? Und willkommen zurück bei einem neuen Video von T.K. Skate. Wir wollen heute ein paar russische Snacks bzw. russisches Essen probieren. Hier gibt es so viele Leckereien, oder auch nicht. Es gibt auch Sachen, die wir wirklich, also ich selber noch nicht mal probiert habe. Noch nicht mal Kathi, und die hat ja russische Hintergründe in ihrer Familie. Also wenn euch diese Arten von Videos gefallen, dann tut uns einen Gefallen und lasst uns ein Abo da, aktiviert die Glocke, um weitere von diesen Videos, die wir vorhaben zu produzieren, nicht mehr zu verpassen. Und jetzt geht's los. Warum hab ich... Wieso hast du eigentlich die ganzen Süßigkeiten und nicht den ganzen Mist, ey? Bonbonskekse, süße Brause. Du fängst an, du suchst dir irgendeine Sache aus von unseren Sachen und dann fangen wir an. Immer im Wechsel. Okay, lass uns das probieren. Dieses. Ja. Das sind. Warte, ich will. Arieschki! Genau, sie ist die Translator. Ich bin hier nur zum Probieren. Hallo? Reschka. Hallo? So, das ist ein russisches Lied. Was ist das genau? Das ist so Teig. Teig? Ja, also ein Teig-Biscuit, sowas wie eine Art Keks. Und da drin ist so karamellisierte Soße drin. Ups, ich hab's zerdrückt. Okay, es handelt sich auf jeden Fall um was Süßes. Süße. Wir probieren's. 3, 2, 1. Oh, Warum müssen wir mit sowas anfangen? Voll geil, ne? Ich kann jetzt das Video beenden. So, Ende reicht. Runde 2. Ich bin dran. Okay. Da ich nicht will, dass die kalt werden. Pelmeni. Pelmeni. Jeder kennt sie wahrscheinlich. Oder hat davon schon gehört. Das wird eigentlich mit Russland verbunden. Oder Teigtaschen kann man die auch nennen. Teigtaschen, genau, bei uns heißen die Teigtaschen. Das ist so das, wovon ich mich hier hauptsächlich ernähre. Da kann man verschieden machen. Normalerweise kocht man die einfach normal im Wasser. Ne? Ja. Man kann sie anbraten. Dann werden die so wie Chips und sowas. Ja, was ist da drin? Fleisch. Fleisch. Also gibt es verschiedenes, mittlerweile auch schon alles. Gibt es auch vegetarische Sachen oder ich habe letztens mit Lachs probiert, ist auch gut. Aber diese sind jetzt gemischt Schwein und Rind. Schwein und Rind. So. Gibt sonst nicht viel zu sagen. Ja. Gut. Cheers. Mmh. Mhm. Mhm. Sehr lecker. Von mir gibt es dafür, weil es mein Lieblingsessen hier ist, 10 Punkte. Boom. Ja, ich würde auch dafür. Ich würde 9 Punkte geben. Okay, ja. Nächste Runde, nächstes Gericht, du bist wieder dran. Ich glaube, ich nehme das hier. Ich zeige erstmal, worum es... Das sieht aus wie ein Stein oder wie eine Muschel oder so. Das ist Sala. Sala. Das ist Schweinefett. Schweinefett. Einfach noch Schweinefett. Guten. It was at this moment he knew. He fucked up. Cut, cut, oh. Cut. Oh, ich kann das nicht essen. Ich bin wieder dran. Kassichka. Sir Kassichka. Also, Kassichka, wisst ihr Bescheid. Ist eigentlich im Grunde geräucherter Käse einfach. Sehr salzig, ne? Ja, salziger Käse, aber ich liebe Käse. Ich auch. Ja. Lecker. Mhm. Also wenn das Video gut ankommt, dann machen wir das ab jetzt einfach in jedem neuen Land, wo wir sind. Okay. Schon mal ein neues Format. Weiter geht's, nächste Runde. Wer ist da? Ich bin dran, ne? Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Nee, nein, weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt Halbzeit und wir probieren jetzt mal ein Getränk.
Habe ich ganz vergessen. Das ist Kwas. Kwas kann man vergleichen so wie Malzbier. Ja. Ist lecker. Die Profi-Testerin. Was für wie? Das ist so, was wir gerade getrunken haben, eine Art Bier, aber alkoholfrei. Und passend zum Bier ist in Russland trockener Fisch. So Fisch-Snacks. So sieht das Ganze denn aus. So wie so ein Tentakel. Ja. Ist aber nicht so salzig. Echt gut. Riecht mir gut. Ich weiß, dass nicht alle das mögen. Ja, ist eine Geschmackssache. Ne? Geschmackssache. Ja. So, probieren wir den Fisch. Ja, ich dachte, das ist Fisch gewesen. Nein, das sind nicht solche Fische. Da haben wir den Fisch wieder. Wow! Das stinkt ja noch schlimmer. Im Chemieunterricht gelernt, nie die Nase direkt reinstecken. Also sieht kaum noch nach Fisch aus, ne? Aber es ist definitiv trockener Fisch. Ja. Nee, den anderen fand ich besser. Ja. Nicht so geil. Ich schieb mal die Bombe aus her. Wir haben so, oder ich habe, weil Tim hat ja keine Ahnung. Er hat so Ahnung, was Pelmeni angeht, aber... Daumen ich habe jetzt so dafür. Drei verschiedene Sorten. Es gibt natürlich mega viele, aber ich habe so versucht, die typisch alt-russischen Süßigkeiten rauszunehmen. Das sieht aus wie aus der Sowjetunion noch. Gut. Es ist, keine Ahnung, riecht süß und geil, aber... Warte, das kenne ich irgendwie, den Geschmack. Oh, das ist so lecker. Immer nach was schmeckt das? Können wir super sagen nach dem Fisch. Keine Ahnung, Leute, können wir nicht sagen. Schmeckt einfach gut. Ja, schmeckt süß, ist nicht schlecht. Okay, für unser großes Finale haben wir uns nochmal Tee gekocht, weil ich das Gefühl habe, zu jeder Mahlzeit trinken Russen Tee. Russen trinken wirklich. Egal wann, egal zu welcher Jahreszeit, egal zu welcher Tageszeit, sie trinken Tee. Wir haben auch Tee, russisches Zuhause, russische Tradition. Aber zum Tee essen die oft so Snacks, so kleine. Wie nennt man die? Sushki. Sushki. Weil Sushki kann man so ein bisschen übersetzen wie getrocknet, das ist so getrocknetes Gebäck. Ja, ist trocken. Kann man in Tee tunken? Komm. Kann man in Tee tunken? Kann man aber auch so essen. Okay. Hat keinen großartigen Geschmack. 6,5 Stunden später. Das war's von unserem Video. Wir hoffen, euch hat das so ein bisschen gefallen. Und wir hoffen, ihr lasst uns ein paar Ideen da, was wir noch so für Arten von diesen Videos drehen können. Uns hat's gefallen. Ja, es hat unser mega Bauch Spaß ist voll gemacht. Und dreht sich gerade. Wir müssen jetzt gleich zum Training und das Ganze erstmal abarbeiten. So. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, oder? Ja. Macht's gut, okay. Leute. Bis dann. Ciao. Ciao. Punkt. Ich würde dem. Okay, ich gebe dir 4. Was? Was? Ja. Really? Und dann, ja, okay, ich gebe dir 4.